Und damit begrüße ich ganz herzlich zu unserem Bi-Weekly Turnier, dem deutschen Splatoon Cup. Wir fangen an mit Best of 3, gehen davor noch ganz kurz in eine Werbeunterbrechung. Seitdem ich meinen Klarlack aus der Tasse von der DSB trinke, schmeckt alles einfach besser. Und die Kleidung, welche einfach nur das Fresheste ist, was die Splatoon-Welt zu bieten hat, hebt euch von allen anderen Luxusgüter tragenden Personen einfach ab. Also, kauft den Merch! Moin Leute, wir sind wieder da. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Werbung. Seitdem ich meinen Klarlack aus der Tasse von der DSB trinke, schmeckt alles einfach besser. Und die Kleidung, welche einfach nur das Fresheste ist. Wir sind jetzt in den Grands. Wir haben jetzt hier die Ungabungas gegen Tommy Ist. Bungas schaffen es mal wieder, sich hier durchzusetzen. Gehen wir noch mal eine kurze Pause. Seitdem ich meinen Klarlack aus... Ja, dann bedanke ich mich für den heutigen Stream, auch als Kommentatorin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye-bye! Und wir sind wieder zurück. Ich bin immer noch der Gleiche. Und soweit ich weiß, ist der auch immer noch der Gleiche. Sag mal was, der Gleiche. Hallo, ich bin der Gleiche. Weiß nicht, wie wichtig jetzt unbedingt ist. Klar, er ist wichtig, ist ein Checkpoint. Aber man kommt doch relativ schnell dort an. Und, wow, er regt ja aber gerade ganz schön durch hier. Also sind wir auf den Jahrmarkt mit Zierschießen geübt oder was? Ja, Tommy kommt jetzt gerade nicht großartig aus ihrem Spawn raus, wie es scheint. Und sie versuchen gerade zu pushen. Wir haben jetzt hier ein paar Heulbullen, aber die Booyah-Bombe hält sie im Schlaf. Oh, Splatoon. Schnappt sich einfach jemand den Rainmaker und dankt obendrauf, ungesehen von allem, sogar von der Speckham. Schon mal, und wir sehen auf beiden Seiten einen Range Blaster. Das finde ich schon mal sehr interessant. Und natürlich auf der Seite von Harry tatsächlich noch einen doppelten Feindesperser. Ja, so muss das sein. Kriegen auch sofort hier gleich mal den Pop auf die Goldfischkanone, auf die Barriere davon zumindest. Ja, ein doppeltes großes Essen. Immer noch 12 Picks gefallen. Aber ja, die haben sehr dominant bekommen, die ersten Picks, sogar einen kompletten Wipe. Und es ist der erste Checkpoint. Ja. Genau, Toyoben kriegt hier den Checkpoint direkt raus. Der X-Book auch sehr weit vorne drin. Jetzt gegen den Blaster kriegt den Pick raus. Kickt noch einen Hit auf den anderen. Sie nehmen wieder den Rainmaker mit, Toyoben, um genau zu sein. Nimmt es wieder mit seinem Splash. Ist jetzt schon bei 39.
Und sie haben wieder den ersten Pick bekommen, kriegen noch einen zweiten Pick jetzt hinterher, während der nächste schon wieder revived ist. Kick kommt jetzt auf 22, das ist ein guter Eröffnungspush, kriegt noch einen Trade raus auf seinen Rainmaker mit dem Junior. Es ist jetzt eine 1, eine 2 gegen 1 Situation, das ist der Wipeout hier nochmal komplett. Aber Noctis geht da rein und holt 3 Kills. Aber das ist der Rainmaker ist am Podest und er kommt nicht ganz hoch, wollte sich da noch kurz regenerieren am Podest direkt. Tradet sich so gesehen raus gegen den Splattershot Junior. Aber es sieht aus, als würden sie immer weiter pushen. Die Pings fallen, sie kommen nicht aus dem Spawn raus. Das ist ein sehr, sehr dominantes Match. Der Maker ist da und das ist der KO für Harriet Tyson-Retter. Aber Senpai 69 HD, auch beste bekannt unter dem Namen Nango. Natürlich ganz klassisch mit seinem Roller unterwegs und wie gesagt, viele bekannte Gesichter hier jetzt auf der Störwerft und dem Modus Turmkommando. Du musst mir erstmal jetzt richtig zum Sprechen kommen. Komm, es ist nicht so schlimm, es bin nur ich, okay? Du musst dich jetzt nicht aufregen. Alles gut. So, worüber wir uns ja aufregen müssen, ist der Wiper hier gleich ganz am Anfang was ist denn das? Für ein Team nochmal. Ungabungas, die sich hier den Tower gleich mal nehmen und da weit nach vorne können. Versuchen sich im ersten Checkpoint, hat den nur zwei die Map. Ein großer, ein kleiner, kommen da durch. Die ersten 50 Punkte sind denen somit wirklich garantiert. Ein wunderschöner Schuss mit dem Traffic auf den Junior besiegelt dem sein Vermächtnis. Es besiegelt Vermächtnis, alles klar. Okay. Ja, hallo, hier Angabangas und Denker unserer Zeit. Ja, Angabangas machen jedenfalls ihrem Namen alle Ehre. Das ist so richtig Angabanga, was hier abgeht. Die sind schon fast am Ziel. Wenn es so weitergeht, schafft die es auch schon direkt. Ne? Jetzt räumt es doch so ein bisschen auf. Nur noch der Oder nee, das ihr habt noch mal einen Wipe am Ende und das war's. Bleibt aber auf beiden Seiten tatsächlich. Die kommen, glaube ich, tatsächlich unverändert, wenn mich nicht alles täuscht. Also zumindest auf Seiten von Harde geteilt sind da zu 100% gleich. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den Splash vorher schon hatten. Aber dennoch sieht man, anstatt die Initiative einen Expo und statt einen weiteren Splash halt ein Junior. Oh. Und das ist der Wipe für Harde geteilt im Ritter. Das ist direkt mal zum Anfang der direkte Wipeout. Also noch nicht mal die ersten 3 Sekunden rum und das Wasserlevel droppt schon. Es ist Wahnsinn. Sie haben genug Amps, die gehen da auch mit der Karte rein. Bekommen noch einen Pick. Oh, das sieht gerade sehr schlecht aus für... Oh, kriegen noch eine Big Clam hinterher, der erneute Wipeout, die letzten 4 Clams. Das sollte kein Problem sein, der Korb direkt wieder zu.